Jetzt das Wetter. Vor 2 Wochen haben wir über Frank Kunkel berichtet, den Mann mit der goldenen Angel, der einen knapp 2 Meter großen Wels am Haken hatte. Und das war schon der 2. Riesenwels innerhalb eines Jahres, das größte Exemplar Deutschlands, munkelte man. Von wegen informierte uns daraufhin ein Zuschauer, es gibt in Hessen noch riesigere Welse. Und zwar in einem See bei Frankfurt. Wir sind mal mit unserem Informanten abgetaucht. Neugierig und schreckhaft, aber in jedem Fall faszinierend. Majestätisch durchquert dieser 2 Meter lange Riesenwels sein Revier in einem hessischen See. Und er ist nicht allein. Einem Hecht geht es ebenfalls prächtig hier. Unterwasserfotograf Jürgen Bender aus Oberursel ist begeistert, was ihm da zum ersten Mal vor die Linse kommt. Das Wasser bietet wohl reichlich Futter, denn das Prachtexemplar misst etwa 1,20 Meter Länge. Ein Glückstag für den Hobbytaucher, der es kaum fassen kann. Schließlich kennt der 41-Jährige den See seit Jahren sehr gut. Aber jeder Tauchgang immer zusammen mit Gleichgesinnten ist ein Erlebnis. Also es ist schon faszinierend, wenn man so einen riesen Fisch mal von der Nähe sehen kann. Nicht nur am Angelhaken. Wenn man dann noch das Glück hat, dass man die richtige Kamera und das richtige Objektiv dabei hat, dann kann man das natürlich auch auf Zelluloid bannen und Leuten zeigen, die niemals in die Lage kommen, tauchen zu gehen. Mit seinen Fotos unter Wasser gewinnt der Familienvater immer wieder Preise. Seine Tochter und der Sohn sind ebenfalls schon begeisterte Taucher. Die Unterwasserwelt in Hessen erforschen ist ihr Hobby. Und Fotomotive für Jürgen Bender gibt es hier genug, nicht nur in exotischen Gewässern. Vor allem seine Lieblingswelse besucht er gerne. Er weiß, wo sie sich verstecken. Es ist ganz normal, dass in hessischen und in deutschen Gewässern solche großen Fische leben. Wenn die Nahrungsgrundlage stimmt und das ökologische Umfeld, ist das überhaupt kein Problem, dass ein Wels auch mal 2,30 Meter, 2,50 Meter groß werden kann. Und im Normalfall sind die Wälse ja auch recht scheu. Und wenn einmal ein Angler so einen rausholt, so einen Wels, dann ist das wirklich ein Glücksfall. Auch für den Angler und Pech halt für den Wels und Pech für mich. Wo sein Fischparadies ist, das hält Jürgen Bender geheim. Schließlich will der Tierfreund noch viele schöne Bilder von lebendigen Fischen schießen.